Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. In den letzten Folgen gab es recht viel Neues und so wird es heute mal für euch wieder mal einen Reload geben, also ein Video, wo bisher ein Audiokommentar meinerseits gefehlt hat. Und ich würde sagen, da das Video nicht allzu lang ist, fangen wir direkt einfach mal an und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch eine unerwartet leerstehende Strabag-Filiale. Ursprünglich wollten wir uns hier eigentlich eine Omnibus-Werkstatt anschauen, also eine größere Kfz-Werkstatt, und dazu wird es noch ein separates Video geben, allerdings ist es recht kurz. Mal gucken, wie ich das zwischendurch mal noch einbauen werde. Auf alle Fälle wird das Ganze dann, wenn es dann online ist, hier dann oben rechts eingeblendet werden. Ansonsten, ja, jeder kennt die Firma Strabag, beziehungsweise hat den Namen schon mal gelesen, viele wissen aber auch nicht wirklich, was die Firma denn genau macht. Die Firma ist auch schon recht alt, ursprünglich am 12. Dezember 1866 hier gegründet und bestand ursprünglich aus mehreren kleinen Firmen, die man da zusammengeschlossen hat. Unter anderem stellte das Unternehmen Eisenkonstruktionen her für landwirtschaftliche Geräte und Maschinen und konstruierte auch verschiedene andere Sachen, wie zum Beispiel auch Dampfwalzen für den Straßenbau, und daher kommt auch der Name Strabag, Straßenbaubetrieb, Straßenbau AG, wenn man so will. Und wen das genauer interessiert, dem kann ich da Wikipedia empfehlen, da steht da recht umfangreich genau da, was die Firma wann wie gemacht hat. Zurück zu dieser Filiale hier, ich kann mir nicht genau erklären, warum das hier leer stand, denn wir sind einmal ums Objekt rumgegangen und fanden dann eben hier durch ein Fenster den Zugang zu dieser Anlage. Es war alles ganz, es war alles Mint. Teilweise war sogar noch der Strom im Objekt vorhanden und wir mussten zwischendurch ein paar Sicherungen ausmachen, weil man hier vermutlich hausierte über Nacht und die Räumlichkeiten mit einem Terranfeld erhitzt hat, damit es ein bisschen wärmer wird. Alles sehr, sehr brandgefährlich, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall gab es in diesem kleinen Gebäude recht viel zu entdecken. Es war umfangreich. Es gab alles Mögliche an Software, die sehr, sehr in die Jahre gekommen ist, von Windows 97 und 98, diverse Disketten und Datenträger, komplett intakte Computer und Zubehör dafür. Es gab im unteren Bereich sogar eine Sauna, die komplett genutzt wurde, und auch ein Bad, wo man sich dann hinterher abkühlt. Es gab eine Menge Büros und unheimlich viele Ordner. Man kann sagen hier, es gab Räume, die waren komplett mit Ordnern voll. Sowas haben wir bisher nur einmal gesehen, und zwar gleich um die Ecke rum. Da gab es auch so ein großes Gebäude, und zwar, wie wir es nennen, das Haus der 1000 Ordner, wo bis zur Decke hoch hunderte Ordner nebeneinander gelagert waren. Wer das Video verpasst haben sollte, den blende ich das Ganze jetzt hier oben rechts ein. Ja, also schon interessant und vor allem komplett voll. Also alles, was irgendwie, ja, eigentlich nicht so rumliegen sollte, liegt dort umher und jeder kann es einsehen. Es ist recht interessant, dass so eine große Firma da so viel Zeug liegen lässt. Ansonsten gibt es nicht mehr darüber zu berichten. Das Video ist auch recht kurz und deswegen höre ich auch jetzt auf hier an dieser Stelle und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis bald und ciao.